Kranspohren. Wir könnten eventuell rüberrennen und einen Kranspohren abfangen, möglicherweise. Wenn wir schnell genug sind. Wenn. Boah, ich habe keine Marke. Probieren's halt. Fuck. Was hast du mit? Keine Magnum? Keine Marker. Ach so. Keine Marker letztens. Hat einer von euch einen dabei? Nee, ich hab gar nichts. Den er nicht braucht. Ich hab gar nichts. Was musst du markern? Ach so, die Leichen. Ja. Nee, die haben wir doch schon. Nee, aber bei den Leichen ist auch noch dieser medizinische Teil da, den ich markieren muss. Ja. Wer fehlt mir noch? Dann hätte ich die Quest nämlich auch. Ist halt ja schon losgelaufen. Ich bin hier vorne. An der Ruine hier an dem Haus. Ach so, okay, wir müssen aufpassen vom. Von links eigentlich so. Da macht mir ein bisschen Sorgen. Bis jetzt ging's. Aber es sieht ganz gut aus, so. Für einen Nahkampf vielleicht ein bisschen, wenn du in den Scope gehst. Ja, ist einmal frei, das Ding. Auf jeden Fall nicht damit. Einfach drücken, wenn er vor dir steht. Einfach drücken. No Scope und fertig. Ja. Geht immer. Ja, geil ist es schon, da kann man nicht meckern. Und ich habe halt die zwei. Ja. Treehawk, ha? Sehr gut, sagt er. Dr. Evil kennt viel das. Viel weiter wie es Monstrum halt. Ja. Nicht zu viel. Und vor allen Dingen, es bewegt sich nicht. Es ist komplett starr. Ja. Wollt ihr hochklettern? Ich weiß es nicht, ich versuch's gerade einfach. Das wird nichts. Nee. Das wird nichts. Runter ja, aber hoch nicht, nee. Okay, weiter. Nee, das wird nichts, Männer. Da brauchen wir Stinger-Raketen. Du brauchst eine Rakete im Arsch. Die schießt dich hoch. Ja. Da stapft doch was hier drin, oder? Ja, hinterm Haus ist einer, Skeff. Also, wo die Antennen sind. Ich habe drin auf Holz was stapfen gehört. Guck noch. Irgendwas hat drin gestapft. Ich sehe einen, der ist rüber gerannt. Was heißt rüber? An dem Haupteingang vorbei. Er ist tot, der lebt nicht mehr. Gehen näher ran. Wer auch immer es war. Aber da war glaube ich noch einer vorm Haus, ja? Gehen näher ran. Wer braucht eigentlich alles Kevs? Also ich jetzt nicht. John? Ich nicht. Na dann nicht wegschießen. Okay. Ich brauch die ja, deswegen. Nimmst du die, oder? Ich hab ja keine Unteruniform. Aus Platzgründen. Ich bin drin. Ich hol mir bloß meinen USB-Stick oben. Also lass mich doch erstmal hoch, wenn hier einer ist. Der Kerl, das gibt's doch nicht. Sag ich dir das. Ja, dann schießt er aber schon mal, auf dich schießt. Nee. 500 Rubel. Will auch nicht looten. Aber ich habe doch einen gehört hier irgendwie auf Holz. Wieder bloß ein Skeff, Mann, das ist doch sinnlos. Ja, hier kommen noch mehr, keine Angst. Ja, dann bin ich aber wieder tot. Das ist ja das Problem. Nein, du wirst nicht sterben jetzt. Da steht noch Klin. Klin, Junge. Und hier hinten liegt eine Birne. Ich brauche USB-Stick und keine Birne. Doch, du brauchst Birnen für dein Hideout. Ja, da auch. Aber die anderen, die UV-Dinger, die weißen. Also Energiesparlampen. Gleich, Ben, da komm mal runter und guck mal in die Toilette rein. Da hat er dir einen USB-Stick hingelegt. Da habe ich hier USB-Stick reingehämmert. Die Möhre kommen mir nicht auf die Knifte. Ich finde die gar nicht schlecht. Vor allem die Bus.
Ist doch gar nicht. Sag ich doch, tausendmal besser. Hm? Mal runter hier. Verwandtibus findet es nicht gut, sagt er. Warum nicht? Keine Ahnung, hat er nicht geschrieben. So, dann brauche ich jetzt noch 7 Skeps. Okay, jetzt bräuchte ich auch Skeps. Mit der AKM kann ich die jetzt ja wieder töten. Ich habe gerade einen okay. Skeps genommen. Aber ich lasse dir den Vortrag. Nö, ach komm, egal. Wir gehen doch 1000 Mal hierher. Wir schießen wie die Bekloppten auf die. Und fertig hat sich der Lack. Jetzt erstmal ein Sniper mit dem neuen Scope, komm. Komm! Der ist mit Sicherheit da und wartet auf dich. Der will's wissen. Den Schuss, weg ist er. Wirst du sehen? Na, nicht bei mir. Du machst immer die Rechnung. Doch. Du machst die Rechnung ohne den Wirt. Nee. Na gut, dann gucke ich mal. Klappt. Oder? Das trifft. Jo, da ist er. Da bewegt sich der Idiot. Er ist umgefallen, aber man weiß es nicht. Vielleicht hat er sie auch munkelt. Vor Schreck wieder hingelegt. Nee, immer rein schon. Da. Hatte ich schon mal das Phänomen. Ist schon geil, das Ding. In die Bude rein. Oh, hier ist schon offen. Was? Ja. Oder war ein Skeff vielleicht? Ja, das Skeff, ich habe auch auf jeden Fall einmal rennen sehen. Mhm. Könnte aber auch ein Spieler gewesen sein, ich weiß es nicht. Wer war's? Ich meine, es war ein Skeff. Habt ihr ihn umgebracht? Hat einer von der euch... Der steht genau vor mir, der steht genau vor mir. Der steht hier. Warte. Ah, warte, ich wollte dir gerade abknallen. Ah, ja, ich weiß. Alter, schade. Ach so, okay. Der stand einfach da, ja? Ja, ich dachte sogar neben den nachgeladen, auf ganz ruhig. Ja, drum eben. Ich dachte mir, Alter, wenn das sich umdreht und dich abknallt. Oh. Stand einfach da wie ein dummer Junge. Aber auf mich hat er geschossen, der Idiot. Und dann hat er irgendwie das Interesse verloren. Ach. Ich hab den Ölzwimmer getroffen. Das hat mich interessiert. Aber ich dachte, er stand oben. Ist da die Treppe dann runtergerannt? Ja, der ist runtergerannt. Wie wahnsinnig so, ja. Hier ist ein größerer Rucksack für die Schmutze. Wie Danke. Auf Kochsalz. Oder für wie auf Kochsalz. Blei, hast du einen Rucksack überhaupt? Ja. Also hier liegt auf jeden Fall nur einer. Okay. Ah, ihr könnt euch hier oben noch laden, wenn ihr wollt. Eine Maske, PPSH, 71er Mac, den 45er irgendwas für... Oh. Ich habe noch hier Platz für sowas. Für die AK. Okay, das könnte ich mir schmecken lassen für meine AK. Aber hier oben ist noch Zeugs, falls ihr noch Böcke habt. Tasche. Geil. Der Weg führt zum Stash. Welcher? Ne, dein Weg. Zu was für ein Stash? Ja, den finde ich auch immer nicht hier. Den kenne ich nicht. Irgendwo am Stein hier. Ach. Erzähl das meiner Werkbank. Ja, die produziert gerade irgendwie noch ein letztes, wie heißt das? So eine Linse. Wichser-Linse. Ach hier, Nixor. Ach, Nixor, genau. Hier brauche ich noch eine. So, machen wir die Skeps weg hier oben. Ich gehe schon mal hinter ans Ende vom Zaun. Mein Stash hier. Tür ist offen.
geh direkt da rein. Da? Ich höre. Hinten am Stash. Was? Töte ihn am Stash. Hab ihn. Ich hab ihn dreimal angeschossen, bloß. Aber ich wollte ihn ja nicht töten. Der hat eine gute Weste. Wieso stirbt denn der eigentlich nicht? Die nehme ich mit, die Weste. Die kann ich direkt meine wegwerfen. Die ist eh Müll. Ach, das ist doch Mist. Warum ja? Man weiß auch, was da geschossen hat. Da ist er auch vielleicht schon tot. Ich sehe ihn nicht mehr. Vielleicht ist er auch tot, ja. Ah, warte. Jetzt ist er tot. Hast du? Ja. Ich habe keinen Schuss gehört. Na, Schall gedämpft. Ah. Nicht gehört, ne? Nicht mal Fatschen oder sowas. Gar nicht. Gar nichts, gar nichts. Okay. Ich komme mal wieder Bushaltestelle hoch. Wo seid ihr? Ja. Drinnen. In der drinnen. Ach so. Findest du das Scope nur gut, ja? Ja. Besser wie das Monstrum, oder? Mindestens genauso. Hat Vor- und Nachteile, ne? Auf Nahkampf ist das Monstrum natürlich ein bisschen besser als das. Ja, klar. Aber so an sich. Ins ATS beim Nahkampf. Ich eigentlich immer irgendwie. Ja, das ist aber der Fehler. Das sind anderthalb Sekunden, die dir fehlen. Mhm. Das stimmt, ich gehe auch nie im Nahkampf. Wenn ich weiß, ich mache jetzt von hier bis hier ins Brain auf jeden Fall. Einfach drücken. Ja. Dann triffst du sogar meistens den Kopf. Na gut, was heißt Nahkampf? Also wenn er vor mir steht, schieße ich auch aus der Hüfte. Aber wenn ich, sagen wir mal, wenn er 30 Meter oder 20 Meter wegsteht. Ja, dann ja, dann ja. Mhm. Aber manchmal habe ich auch so Schreckmomente, dann gehe ich aus Schreck ins ATS irgendwie. Ach so. So, na kommt weiter. Oder wartet ihr? Wollt ihr dort Eier legen? Ich sitze schon Richtung LKW, so. Also hinten am Zaun. Sitze. Okay. Ja, komm. Im Gebüsch. Der LKW liegt ja auf dem Weg dann. Jo. Mann, dieser blöde Ast. So ein Drecksteil. Wer schießt? Was? Hier schlägt was ein? Ja, das war ich. Das war Bigfoot, war das. Bigfoot. Ja, die Klopfgeräusche, das war auch er gewesen. Stimmt, du hast recht. Oh, da ist er wieder. Nee. Genau, zielen und bumm. Nee, es war irgendwie eine Spitze vom Baum. Ach. Und ich gehe mal rüber auf die linke Seite. Ey, hier liegt ein Toter. Ja, die hat gerade was geschossen vorhin. Ey, ich habe das aus einer ganz anderen Richtung gehört. Nee, das war schon hier hinten irgendwo. Oh, da wurde gelootet. Da wurde gelootet. Der Skiff hat nämlich seine Waffe. Nee, da ist komplett alles weg. Ach, der ist komplett nackig. AK-Magazin hat er drin. Das wäre was für dich schon. Und hier so eine Zug. Zug, da zuckt aber nicht mehr, da braucht die nicht mehr. Nee. Oh, er ist da. Also Sniper, da ist er doch. Okay, was weg. Ich hab den geblendet. Mach ihn tot. Er ist tot, er ist tot. Zur Chemie. Okay. Ja, mit dem Super Scope möchte das auch sein. Ja, das geht gut. Kommt man auf den Stein drauf? Naja, mit genug Stärke und Hilfe. Okay, dann versuchen wir es mal. Nee, das wird nichts. Kommst du nicht? Das kommst du nicht. Die meiste Stärke von uns, aber das schaffst du nicht. Oh, ich finde das. So, ich bin jetzt am Heli. Ich fahre jetzt an den Leichen. Ja. Wo lang soll ich am besten jetzt rauslaufen? Links dieses kleine. Ja, komm zum. Wir treffen uns am Busbahnhof. Also, okay. Ich laufe jetzt zum Busbahnhof. Aber ich brauche unbedingt was zu essen, Alter, sonst ist ja bald Schicht. Mhm.
Also wenn ich noch 8 Energie habe, gehe ich zum Ausgang. Ja, ja, kannst ruhig, glaube ich, gehen. Ich glaube, ich schaffe das. Das wird sonst enger, denke ich. Oh, ich habe noch 4, ja. Alter. Okay, ich mache mich raus. Oh nee, das ja, wird nichts. Besser ist, besser ist. Du klappst dann zusammen wie ein Klappmesser. Ja. Und das... Schade drum. Geh mal jetzt nochmal rein. Mein Gott. Ja, der John weiß ja, wo sie sind, oder? Du weißt ja jetzt, wo sie sind. Runter zum Pier, gleich wenn du zum Pier reinkommst, unten links vorm Fenster. Lighthouse ist frei. Okay. Waren keine Arschloch-Skeps? Gar nichts, nee. Der Weg ist gebahnt. John, schießt du? Ja, ja, ich bin das. Hm? Ich bin die Scheiben kaputt geschossen. Ah. Oh, 9 Minuten, also 10 Minuten knapp noch. Hm. Dann musst du dich aber spulen, wenn das ablaufen willst. Ich denke mal, ich werde das eh nicht schaffen, ich auch einfach zum Exit. Und wo ist du, ob das scheiß Boot da ist, Alter? Könntest du schnell zum Cottage und zum Pier und dann mit dem Boot, aber das ist ja... Ich bin schon ewig nicht mehr mit dem Boot rausgefahren. Oh, ich bin raus, Alter. Mhm. Ja, jetzt wird es schon dunkel vor Augen. Ja. Aber ich glaube, für mich war es das heute auch.